Dann lassen Sie uns einfach starten. Die akademischen 5 Minuten haben wir jetzt voll ausgenutzt und dann begrüße ich Sie hier nachösterlich quasi zu unserem kleinen Webinar Vordefinierte Workflows in der Kreditorenbuchhaltung. Und wir zeichnen das Ganze auf, denn die ein oder andere Anmeldung kommt jetzt vielleicht noch hinterher, der ein oder andere Gast. Das sind vielleicht noch leichte österliche Nachwehen, an denen wir jetzt gerade etwas hängen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir loslegen und mit dem Thema starten der Kreditorenbuchhaltung, der Eingangsrechnungsverarbeitung und das Ganze in einfach und in der Cloud, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Sebastian Hoffmann. Ich bin hier bei MR Systeme in Hannover, Vertriebsleiter und unter anderem zuständiger Vertriebsbeauftragter für den Bereich Dokumentenmanagement. Und mit dabei ist der Herr Stier von DocuWare, der uns dann gleich durch das Thema kompetent und freundlich durchführen wird. Und nutzen Sie die Gelegenheit gerne jederzeit, schreiben Sie in den Chatbereich bei eventuellen Fragen, die Sie haben, immer jederzeit rein. Ich habe da zwischendurch ein Auge drauf. Und würde dann sagen, lassen Sie uns direkt durchstarten. Herr Stier, Ihre Bühne. Gerne. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Nochmal einen guten Morgen von meiner Seite. Wie erwähnt, Matthias Stier, direkt von der Firma DocuWare. Ich habe heute das Vergnügen, Sie ganz kurz durch die DocuWare für Rechnungsverarbeitung Präsentation zu führen. Zeige Ihnen, wie einfach digitale Rechnungsverarbeitung heutzutage in der Cloud sein kann. Das Ganze möchte ich gerne zweigeteilt aufbauen. Zum einen ein paar Folien, ganz kurz, um Sie auch theoretisch abzuholen. Wie arbeitet DocuWare? Was machen wir mit DocuWare? Und dann springen wir aber direkt zum interessanten Punkt ins Live-System und schauen uns da direkt an, wie arbeiten wir im Echtsystem mit der DocuWare Cloud im Falle einer Rechnungsverarbeitung. Dazu gebe ich Ihnen gerade mal meinen Bildschirm frei. Der sollte dann auch gleich bei Ihnen ankommen. Und dann starten wir auch direkt die Präsentation. Zu DocuWare nochmal ganz kurz an sich, dass Sie auch die aktuellen Zahlen haben. Wir sind seit 1988 am Markt, von Anfang an spezialisiert auf Dokumentenmanagement und Workflow-Automation. Betreuen über 15.000 Kunden weltweit in über 100 Ländern, haben beeindruckende 650.000 Anwender jeden Tag auf unserer Plattform und arbeiten wie auch mit MR-Systemen mit einem sehr, sehr großen Partnernetzwerk zusammen, die uns hierbei tatkräftig unterstützen, unsere Lösung immer weiter zu entwickeln und auf Ihre Bedürfnisse entsprechend anzupassen. Was machen wir mit DocuWare? Die DocuWare Cloud ist natürlich ein Public Cloud System mit allen Vorteilen, die ein modernes Cloud System mit sich bringt. Das wäre zum einen mal der Schutz vor versehentlichem Löschen Ihrer Daten. Wir haben eine mehrfach georedundante Datensicherung Ihrer Dokumente. Das heißt, Sie müssen sich da nicht selbst drum kümmern. Das ist Part des Dokumentenmanagementsystems, Part der Cloud-Lösung, die sich da entsprechend drum kümmert. Weiterer ganz großer Knackpunkt ist die Zugriffsberechtigung auf Ihr System. Wir können über die Konfiguration bis ins kleinste Detail einschränken, wer darf inwiefern auf Ihre Dokumente, auf Ihre Unterlagen zugreifen. Das heißt, wir haben hier nur autorisierte Zugriffe auf Ihrem System, können bei Bedarf dann entsprechend auch Rollen etc. übertragen, sodass Sie diesen Arbeitsaufwand auch bei neu eingestelltem Personal oder Personalwechsel nur einmal haben. Sie haben weiterhin keine Hardwareausfälle. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern. Unser System ist, wie gesagt, ein in sich geschlossenes Public-Cloud-System. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein internetfähiges Endgerät und dann können Sie auch schon produktiv mit DocuWare arbeiten, ohne dass Sie sich wie früher die großen Rechenzentren vielleicht im Büro vorhalten müssen etc. Und sollte es dennoch mal vorkommen, dass vielleicht auch ein berechtigter Zugriff ein Dokument versehentlich gelöscht hat, das Sie aber dringend weiterhin benötigen, können wir das, wenn das rechtzeitig gemeldet wird, auch direkt wiederherstellen. Das heißt, wir haben hier noch einen kleinen Sicherheitspuffer mit drin, dass wichtige Unternehmensdokumente einfach bei Ihnen vorgehalten werden können. Die Arbeitsweise von DocuWare schauen wir uns jetzt mal anhand dieses Schaubilds an. Wenn wir die ganze Grafik mal von links nach rechts durchgehen, haben wir als Grundlage natürlich immer irgendeine Art von Dokument. Dieses Dokument kann zum einen papierbasiert vorliegen, das kann in einer E-Mail versteckt sein. Sie haben es vielleicht auch schon digital auf Ihrem Desktop liegen. Unsere Aufgabe ist es, den ganzen Informationsfluss zu zentralisieren. Sprich, Papier wird eingescannt über einzelne Tischplatzscanner, über Multifunktionsgeräte, wenn es ein größeres Dokumentenaufkommen ist, ganz wie Sie möchten. E-Mail-Konten können wir automatisch überwachen.
Wenn wir mit Outlook arbeiten, gibt es direkt ein Docuware-Plugin in die Oberfläche. Das heißt, ich muss die Anwendung gar nicht verlassen und kann direkt aus Outlook heraus steuern, was soll mit meinen Mails passieren. Arbeiten Sie mit anderen E-Mail-Anwendungen, anderen E-Mail-Konten, dann werden die ganz klassisch per Ordnerüberwachung überwacht. Klassisches Beispiel ist hier immer, Sie haben einen Ordner im Unternehmen, der heißt Rechnungen @, Ihr Firmenname. Diesen Ordner rufen wir dann in beliebigen Zeitintervallen ab und Sie haben in Docuware alle relevanten Dokumente entsprechend vorliegen. Nachdem alle Dokumente, egal aus welcher Quelle, verarbeitet wurden und in Docuware importiert wurden, liegen die in einem sogenannten Docuware-Briefkorb. Den Docuware-Briefkorb können Sie sich vorstellen wie vielleicht das Plastikkörbchen, was Sie heute noch auf dem Schreibtisch stehen haben, in dem die Eingangspost erstmal noch relativ unsortiert vorliegt. In diesem Plastikkörbchen findet aber schon die erste Magie sozusagen statt. Docuware bringt eine OCR-Texterkennung direkt mit. Das heißt, eine automatische Indexierung Ihrer Dokumente findet bereits im Docuware-Briefkorb statt. Diese Indexbegriffe haben wir in Form einer Best-Practice-Lösung schon vordefiniert. Das heißt, Sie haben hier keinen zusätzlichen Aufwand und Docuware kann direkt produktiv werden und liest die rechnungsrelevanten Indexinformationen aus, schreibt sie in entsprechende Indexfelder und anhand dieser Informationen kann das Dokument dann automatisiert weiterverarbeitet werden. Sind wir zufrieden mit der Indexierung? Archivieren wir das Dokument. Mit dem Klicken auf Archivieren liegen wir dann auch in einem revisionssicheren Dokumentenarchiv. Das heißt, Ihre Dokumente unterliegen allen gesetzlichen Vorgaben, der GOBD, der DSGVO etc. Alles, was wir eben im Speziellen für die Rechnungsverarbeitung brauchen und benötigen. Aufgrund der Archivierung stellt Docuware dann fest, habe ich ein Dokument, das lediglich archiviert werden soll, dann bleibt es einfach ganz stupide im Archiv liegen. Auf der anderen Seite, wenn eine Eingangsrechnung verarbeitet werden soll, ist es natürlich schön, wenn ich hier möglichst wenig manuellen Aufwand habe. Das heißt, wir sind in der Lage, mit unseren Workflow-Prozessen die Rechnung automatisiert weiterzuverarbeiten, bis hin zur Erstellung eines Buchungssatzes, den Sie an ein beliebiges Bezahlsystem, an ein Warenwirtschaftssystem übergeben können. Lieferscheine, Begleitdokumente etc., wie gesagt, werden rein archiviert, können dann aber auch wieder über Index-Matching miteinander kombiniert werden, sodass Sie auch immer zusammengehörige Dokumente wiederfinden können. Sie können sich Projektakten anzeigen und alle relevanten Informationen in diesen Akten vorhalten, ganz wie es Ihnen beliebt. Docuware will Sie nicht geißeln, eine Art der Anwendung durchführen zu müssen, sondern Sie sind als Anwender immer Herr der Lage und entscheiden, inwiefern darf das System Sie unterstützen. Im Workflow-Prozess haben wir dann von der sachlichen Rechnungsprüfung über beliebig viele Stufen der fachlichen Rechnungsprüfung bis hin eben zur vollständigen Prüfung mit Erstellung eines Buchungssatzes verschiedenste Möglichkeiten, die ganz entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden können. Wenn wir dann die Rechnung final bearbeitet haben, übermitteln wir diesen Datensatz, die Rechnungen werden bezahlt und was uns jetzt noch übrig bleibt, ist im Endeffekt dieses Dokument dann natürlich auch möglichst sinnhaft und schnell wieder auffindbar zu machen. Das heißt, auch der Suchdialog ist elementarer Bestandteil eines Dokumentenmanagementsystems. Suchdialoge können frei konfiguriert werden. Wir bringen schon einige Beispiele mit, wie wir gleich sehen werden. Von der vollständigen Durchsuchung eines ganzen Archivs bis hin zu Feldvariablen, Indexbegriffen, nach denen Sie filtern können. Und natürlich können Sie Suchen auch jederzeit einschränken, sodass Sie zusammengehörige Dokumente ganz einfach wiederfinden können. Sie haben Zugriff von jedem internetfähigen Endgerät, wenn es Ihre Lizenz und Ihre Berechtigung entsprechend zulässt. Das heißt, Sie können die Dokumente genauso auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet prüfen, freigeben, einsehen etc. Sie können Dokumente mit Kollegen teilen, an andere Schreibtische, wenn man so möchte, weiterleiten. Und Sie können natürlich auch diese ganzen integrierten Anwendungen weiter verwalten, auch wenn Sie Office-Dokumente parallel dazu vorhalten, wie Microsoft Word, Excel, PowerPoint, die direkt im Rahmen des DMS mitbearbeitet werden können. Vereinfacht sieht das Ganze dann so aus. Das ist mal ein klassischer Eingangsrechnungsprozess, den wir über die Docuware Cloud abbilden. Ist das gleiche Schaubild, wie wir uns eben angesehen haben, wieder vom Erfassen des Dokuments bis zum finalen Verarbeiten des Dokuments, nur eben hier jetzt speziell die Schritte der Eingangsrechnungsprüfung. Das heißt, wir erfassen das Dokument. Nach dem Erfassen oder im Zuge des Erfassens findet die automatische Indexierung statt, die Archivierung und dann geht es auch schon an den wichtigen Schritt prüfen und weiterleiten. Das kann jetzt über Kostenstellenverantwortliche passieren, das kann über eine Bestellerprüfung passieren, dass Sie quasi im Vier-Augen-Prinzip nochmal über Ihre Dokumente schauen, die Dokumente stempeln können und so entsprechend an den nächst zuständigen Kollegen geben können. Auf der anderen Seite sehen Sie hier oben drüber so einen leicht orangenen Pfeil.
DocuWare ist auch in der Lage, eine Rechnung direkt freizugeben, ohne dass noch mein Kollege hier mit draufschauen muss. Das kann passieren, wenn wir beispielsweise ein Begleitdokument zu Ihrer Eingangsrechnung mit archivieren. Dann ist DocuWare in der Lage, dieses Begleitdokument mit der Eingangsrechnung abzugleichen. Und stimmen jetzt beispielsweise der fällige Gesamtbetrag der Eingangsrechnung mit dem Gesamtbetrag der Bestellung überein, können wir uns die fachliche Prüfung in der Hinsicht sparen, wenn Sie das möchten. Das heißt, wir geben dem System die Aufgabe, prüf mir bitte diese Rechnung final und leite mich direkt an die Stelle, wo ich dann die Kontierung durchführen kann. Das ist eine Kann-Option, das müssen Sie nicht machen. Wenn Sie sagen, bei mir wird jede Rechnung im Unternehmen geprüft und das soll auch so bleiben, dann ist das natürlich absolut legitim. Dann geht die Rechnung einfach an einen Fachprüfer. Sobald der sein Häkchen, sein Stempel, seine Unterschrift auf die Aufgabe setzt, wird der Workflow diese Aufgabe automatisiert immer an den nächsten zuständigen Kollegen weiterleiten, bis diese Aufgabe im Endeffekt wieder dort angelangt, wo wir die Buchung kontieren können, sprich den Buchungssatz dann erstellen und übermitteln können. Und danach findet wieder der ganze Suchdialog entsprechend statt. Das heißt, mit Hilfe von DocuWare Cloud schaffen wir eine Eingangsrechnungsprüfung in weniger als 5 Minuten. Selbst bei der ersten Rechnung werden Sie nicht so lange brauchen. Wenn wir klassischen Studien glauben, die letzten Jahre durchgeführt wurden, kam immer wieder raus, dass eine manuelle Rechnungsverarbeitung wirklich vom Auspacken des Papierdokuments aus dem Kuvert über Weiterleiten, Verarbeiten, bis sie endlich mal fertig bearbeitet ist, ca. 27 Minuten Zeit vergehen. Das ist natürlich nicht effektiv, das bindet Arbeitskräfte unnötig, das macht keinen Spaß und das ist nicht effizient. Mit dem Sprung in die Digitalisierung schaffen wir das, wie gesagt, in unter 5 Minuten. Das heißt, die Wertschöpfung geht steil nach oben. Ihre Mitarbeiter haben mehr Spaß bei der Buchhaltung, können parallel noch andere Aufgaben erledigen, um die ganzen Prozesse zu verschlanken und zu beschleunigen. Wichtig für uns ist immer auch, dass wir Sie dabei unterstützen, möglichst papierlos, sprich möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, es geht kein Papier mehr verloren, es geht keine unnötige Zeit verloren. Sie vereinfachen Ihre internen und externen Audits durch den Start in die Digitalisierung, erfüllen natürlich mit Leichtigkeit auch Ihre Compliance-Standards und sind durch die mehrfach redundante Datensicherung in der DocuWare Cloud auch bestens vorbereitet. Sollte Wind, Wasser, Feuer, was auch immer kommen, was wir alle nicht hoffen, aber leider schon oft genug passiert ist. Und selbstverständlich arbeitet DocuWare hier nach sämtlichen gesetzlichen Vorgaben. Zum einen sind wir ISO-zertifiziert für Qualitätsmanagement, für Dokumentenmanagement an sich nochmal. Und ganz wichtig im Bereich der Rechnungsverarbeitung natürlich die GOBD und die DSGVO. Das heißt, wir erhalten alle gesetzlichen Vorgaben ein, sind wie gesagt mehrfach zertifiziert dahin und wir sind ein Partner, auf den Sie sich dahingehend zu 100% verlassen können. So viel auch schon zur öden Theorie. Ich würde sagen, lassen Sie uns direkt ins Live-System springen, dann bekommt man einfach ein besseres Feeling. Wie sieht DocuWare aus? Wie funktioniert das Ganze? Dazu wechsle ich gerade mal in die Anwendung des Web-Clients. DocuWare ist ein zu 100% browserbasiertes System. Wie gesagt, internetfähiges Endgerät genügt. Sie bekommen eine eigene URL im System, haben einen Benutzernamen, ein Passwort und wählen sich dementsprechend in Ihre Umgebung ein. Was Sie jetzt hier sehen, ist auch schon die DocuWare Startoberfläche oder Hauptoberfläche. Die ist zweigeteilt in einen Arbeitsbereich auf der linken Seite. Da habe ich meine Briefkörbe, da finde ich meine Suchdialoge, meine Aufgaben etc. Auf der rechten Seite hingegen habe ich meinen Dokumenten-Viewer, in dem ich mir die beliebigen Dokumente, die ich in meinen verschiedensten Briefkörben habe, dann auch nochmal, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Originalgröße anzeigen lassen kann. Habe dann auch je nach Berechtigungskonzept verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten mit den Dokumenten, dass ich Stempel aufsetzen kann, dass ich Textbezüge markieren kann, etc. etc. Das alles passiert natürlich nur als Overlay. Wir verändern hier keine Originaldokumente mehr. Wenn wir uns mal auf die linke Hälfte des Bildschirms konzentrieren, möchte ich Ihnen ganz kurz die Oberfläche erklären. Wie Sie hier oben links sehen, in der blau hinterlegten Schaltfläche, befinden wir uns jetzt in unseren Briefkörben, die Plastikkörbchen. Briefkörbe können natürlich sehr individuell aussehen. Jede Abteilung kann einen Briefkorb haben, jeder Mitarbeiter kann aber auch eigene Briefkörbe haben. Das heißt, es ist jedem Mitarbeiter möglich, sich auch eigene Briefkörbe anzulegen, wenn Sie das möchten. Also ich habe jetzt hier in meinem Beispiel einen allgemeinen Briefkorb für die allgemeine Eingangspost und einen Briefkorb entsprechend für Eingangsrechnungen, um hier speziell die Eingangsrechnungen weiterverarbeiten zu können. Neben meinen Briefkörben befindet sich dann auch schon der Suchdialog. Wir wechseln mal in den Suchdialog und jetzt sehen Sie auf einen Schlag ganz viele Kriterien, nach denen Sie Ihre Dokumente wiederfinden können.
Das Einfachste wäre die Volltextsuche. Die finden Sie bei mir hier unten. Sie können in die Volltextsuche Schlagwörter, Sätze, Suchbegriffe eingeben und finden entsprechend die Dokumente in Ihren Archiven. Sie können aber auch nach diesen ganzen einzelnen Indexkriterien suchen. Das heißt, ich kann die Belegart suchen. Das wäre dann eine Eingangsrechnung. Ich kann das verknüpfen mit dem Mandanten, mit der Firmennummer, mit der Zahlperiode, was auch immer Sie möchten. Auch Suchdialoge lassen sich ganz einfach individualisieren. Das heißt, dieser sehr, sehr ausführliche Suchdialog ist nur ein Beispiel, wie wir ihn mitliefern. Den müssen Sie so nicht anwenden. Sie können diese Indexfelder auch entsprechend reduzieren. Und wir haben ja auch noch ein paar weitere Suchdialoge mit im System, sodass Sie direkt in der entsprechenden Archivstruktur auch suchen können. Wenn Sie jetzt nicht nur nach Dokumenten suchen, sondern vielleicht auch nach Firmenstammdaten, die importiert worden sind, etc., finde ich das alles ganz einfach mit wenigen Klicks. Der nächste Step, die nächste Schaltfläche nennt sich Listen. Listen können Sie sehr ähnlich zu einem Suchdialog verstehen. Nur suchen wir hier nicht nach Dokumenten innerhalb einer Archivstruktur, sondern wir suchen nach Dokumenten innerhalb einer Prozessstruktur. Das heißt, die Listen geben Ihnen immer einen perfekten Überblick über den Dokumentenfluss im Unternehmen. Das heißt, Sie können zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, wo befindet sich mein Dokument, sprich bei welchem Kollegen und welchen Bearbeitungsstand hat das Dokument. So können Sie ganz schnell agieren, um Skontofristen einzuhalten, um Rechnungen zeitgerecht zu bezahlen, um die Begleitdokumente dazu zu finden und so weiter. Auch Listen bringen wir schon einige mit. Sie haben ja auch die ganz einfache Möglichkeit zu sagen, Mensch, alles, was länger als 2 Tage dauert, akzeptiere ich nicht im Unternehmen. Da möchte ich eine Eskalationsstufe beispielsweise zünden. Dann können Sie sagen, ich mache mir hier eine Liste. Alles, was über 48 Stunden nicht bearbeitet oder nicht final bearbeitet im Archiv liegt, soll bitte an den nächsten Kollegen weitergeleitet werden. Der soll dann nochmal drüber schauen. Das können Sie alles frei definieren, wie Sie es entsprechend haben möchten. Daneben befindet sich der Aufgabendialog. Aufgaben kommen dann zum Tragen, wenn ich einen Workflow-Prozess anstoße. Das heißt, mit einer reinen Archivierung eines Lieferscheins, eines Begleitdokuments wird hier nichts passieren. Mit der Eingangsrechnung wird hier eine Aufgabe auftauchen. Und zwar die fachliche Prüfung meinetwegen oder wenn die fachliche Prüfung durch das System vollzogen wurde, die finale Prüfung, um hier einfach nochmal die Kontierungsdaten einzugeben, wenn Sie das wünschen, und um das Dokument dann dementsprechend auch abzuschließen. Neben den Aufgaben weiterhin meine Ordnerfunktion. Die Ordnerfunktion kann dazu dienen, Projektakten beispielsweise anzulegen. Das heißt, Sie haben alle Begleitdokumente, alle Rechnungen, alles, was zu diesem Lieferanten gehört, innerhalb einer Projektakte. Oder Sie sagen, ich habe jetzt hier gerade ein neues Bauprojekt, das ist das Bauprojekt Huber, und ich möchte, egal was, sämtliche Dokumente, die ich im DMS, im Dokumentenmanagementsystem verarbeite, hiermit abgelegt haben. Dann kann ich das über eine Projektakte anlegen. Sie können über diese Ordneransicht suchen. Sie können auch genauso gut wieder zurück in den Suchdialog springen und hier Ihre Dokumente wiederfinden. Das ist also eine ganz smarte Angelegenheit, hier mehrere Möglichkeiten zu haben, Ihnen die Arbeit oder die Auswahlmöglichkeit der Arbeitsweise zu geben. Und zu guter Letzt gibt es hier noch eine Schaltfläche, die nennt sich Formulare. Das ist ein Docquiver-eigenes Modul, nennt sich Forms, mit dem Sie in der Lage sind, beliebige webbasierte Formulare zu kreieren. Das ist grundlegend mal eine leere Seite digitales Papier. Und Sie skizzieren sich dann Informationsfelder darauf, die Sie an Kollegen übermitteln und die dann entscheiden können, was mit diesen Informationen zu tun ist. Das kann eine Mitarbeiter-Checkliste sein. Das kann ein Urlaubsantrag eines Mitarbeiters sein. Ein Fehlzettel, was auch immer Sie möchten. Sie können Dropdown-Felder definieren. Sie können einzelne Textfelder draufsetzen. In meinem Fall habe ich jetzt hier mein Beispiel, um einen neuen Lieferanten anzulegen. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Kann ja mal passieren. Sie sind so fleißig im DMS schon unterwegs und der Lieferant, mit dem Sie arbeiten, der ist noch gar nicht in der Warenwirtschaft angelegt. Um jetzt hier nicht den ganzen Prozess nochmal beenden zu müssen und hier direkt weitermachen zu können, kreiere ich mir einfach ein Formular, wie ich einen neuen Lieferanten direkt im DMS anlegen kann. Gebe mir also meine Pflichtfelder hier vor und sobald ich auf Übermitteln klicke, werden diese Informationen in mein Archiv geschrieben. Das wäre eine Möglichkeit und im Nachgang kann ich es natürlich wieder mit der Warenwirtschaft synchronisieren, dass da auch dann der neue Lieferant angelegt ist und ich dann die Arbeit nicht nochmal habe. Sie sehen also grundlegend leeres Papier und ganz beliebig, welche Felder Sie da draufsetzen. Dann springen wir hier wieder zurück. Sie sehen, ich bin jetzt hier mal angemeldet
Also ich selbst als Admin dieses Systems habe also volle Systemberechtigung, um Ihnen hier einfach ein bisschen mehr zeigen zu können. Ich möchte Ihnen das Ganze mal anhand zweier Eingangsrechnungen zeigen. Ich springe also zurück in den Briefkorb und in meinem Briefkorb Eingangsrechnung habe ich vier Rechnungen liegen. Diese Rechnungen sind, wie Sie sehen, farbig indexiert worden. Das ist der Hinweis, dass hier die Texterkennung, die OCR, aktiv war und die Dokumente einkopiert hat. Docuware arbeitet hier nach einem Ampelprinzip. Das heißt, ein rot indexiertes Dokument bedeutet für uns als Anwender, das war noch nicht da, das ist vielleicht ein neuer Lieferant und wir müssen das Dokument anlernen. Ein gelb indexiertes Dokument bedeutet für uns, das hatte ich schon mal in der Hand, ich habe Indexwerte gegebenenfalls schon mal korrigiert oder ausgebessert und spätestens beim dritten Mal wäre das Dokument grün indexiert. Grün bedeutet, das ist ein uns bekannter Lieferant. Den Indexwerten, die Docuware hier ausgelesen hat, kann ich vertrauen und ich kann das Ding direkt in den Ablagedialog schicken. Wie das Ganze aussieht, werden wir gleich sehen. Ich beginne mal mit dieser Stahlwerk München Rechnung hier. Mit einem Doppelklick rufe ich mir die entsprechend in den Dokumentenviewer auf der rechten Seite. Und jetzt sehen Sie es auch nochmal in Originalgröße. Und jetzt hatte ich hier, weil ich die Berechtigung dazu habe im System, die Werkzeugleiste mit verschiedenen Bearbeitungsoptionen auf dem Dokument. Das heißt, ich kann dieses Dokument herunterladen, per E-Mail versenden, drucken, Textfelder aufsetzen, Bezüge markieren, etc. etc. Wie gesagt, nur als Overlay auf dem Dokument. Wir verändern kein Original. Wenn ich keine weiteren Anmerkungen machen möchte, springe ich auch direkt aus meinem Briefkorb in den Ablagedialog. Das heißt, ich nehme mir dieses Dokument aus dem Plastikkörbchen, greife mir hinter mir schon mal meinen Leitsordner, in dem ich das Ganze dann entsprechend archivieren möchte. Mein Leitsordner ist in der digitalen Welt das Buchhaltungsarchiv Eingangsrechnungen. Das wähle ich mir hier entsprechend aus. Und Sie sehen, ich springe von meinem Briefkorb direkt in den Ablagedialog, habe auf der linken Seite jetzt hier wieder die ganzen Indexbegriffe, die wir als Best Practice schon wieder mitgeben. Das heißt, auch hier haben Sie keinen weiteren Aufwand damit. Und anhand dieser Indexkriterien, die ich jetzt hier auf der linken Seite sehe, werden meine Dokumente entsprechend im Nachgang archiviert und natürlich auch wieder auffindbar gemacht. Wie Sie hier erkennen können, hat Docuware alle Indexwerte schon selbstständig aus dem Dokument ausgelesen. Was auch sehr smart ist, wenn Sie beispielsweise hier in ein beliebiges Indexfeld klicken, bekommen Sie im Dokument direkt den Bezug zugeordnet, wo diese Rechnungsnummer in meinem Fall ausgelesen wurde. Das heißt, Sie haben nochmal die ganz einfache Möglichkeit der Sichtprüfung, gerade am Anfang. Wenn man beginnt zu digitalisieren, ist das ein sehr großer Vorteil, dass ich hier nochmal einfach drüber schauen kann, wurde das auch alles richtig übernommen und in die richtigen Indexfelder geschrieben. Kann es natürlich passieren, dass gerade bei einem rot indexierten Dokument, sprich einem neuen Lieferanten, diese Rechnungsnummer hier vielleicht noch nicht ausgelesen wurde. Die OCR hat es einfach nicht erkannt. Unsere OCR, unser Intelligent Indexing, ist eine selbstlernende Engine. Das heißt, Sie können die mit anlernen und Docuware merkt sich das dann im Nachgang. Sie müssen hier auch nicht stupide abtippen von rechts nach links, um diese Rechnungsnummer hier reinzubekommen. Es genügt, wenn Sie einfach mit dem Mauszeiger ins Dokument gehen. Sie suchen sich den Bezug, den Sie übernehmen möchten. Sie sehen, auch hier wird der Bezug direkt gelb hervorgehoben. Klick einfach nur einmal mit der linken Maustaste auf diese Rechnungsnummer und Docuware schreibt mir die ganz geschickt in mein Indexfeld Rechnungsnummer. Somit habe ich das System angelernt. Beim nächsten Mal, wenn ich die Stahlwerk München Rechnung verarbeite, wird die Rechnungsnummer direkt ins richtige Indexfeld geschrieben. Alle anderen Begriffe passen. Auch der Steuersatz wurde korrekt übernommen, die Beträge wurden auf Plausibilität geprüft, die Gesamtsumme stimmt. Wenn ich zufrieden bin mit der ganzen Indexierung, bleibt mir nichts weiter zu tun, als über den gelben Button ablegen, dieses Dokument revisionssicher zu archivieren. Jetzt sind wir wieder einen Step weiter. Wir haben also importiert, indexiert und archiviert. Wir sind also, was den Gesetzgeber angeht, auf der sicheren Seite. Wenn Sie noch ein Papierdokument dazu hätten, könnten Sie das jetzt an dieser Stelle vernichten. Was passiert jetzt weiter? Das war ja eine Eingangsrechnung, die wir eben archiviert haben. Natürlich möchten wir diese Eingangsrechnung möglichst vollautomatisiert weiterverarbeiten. Und Sie haben es vielleicht gesehen, in unserem Aufgabendialog hier oben ist uns ein kleiner Index entstanden, diese kleine 1 in dem roten Kreis. Die Aufgabe schauen wir uns doch mal an. Unsere Rechnung ist direkt in den Step 4 finale Prüfung gesprungen. Step 1 war die sachliche Rechnungsprüfung, § 14 Umsatzsteuergesetz etc., die Docuware grundlegend vollautomatisch übernimmt.
Step 2 wäre die fachliche Rechnungsprüfung. Das heißt, ich muss einen Fachprüfer zuweisen, eine Kostenstelle, einen Kostenstellenverantwortlichen. Das muss ich in meinem Fall hier nicht, denn ich habe ein Begleitdokument im Archiv liegen. Das wissen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das zeige ich Ihnen aber gleich. Wir haben zu dieser Eingangsrechnung vom Stahlwerk München auch die passende Bestellung liegen. DocuWare hat Bestellung und Rechnung automatisch miteinander abgeglichen, anhand eines von mir vorgegebenen Toleranzwertes im Workflow. Ich habe also gesagt, stimmen der Gesamtbetrag der Rechnung und der Gesamtbetrag der Bestellung innerhalb einer Toleranz von 5 Euro überein, möchte ich mir die fachliche Rechnungsprüfung einfach sparen. Ich möchte, dass das System das möglichst vollautomatisiert übernimmt. Und genau das ist hier passiert. Deswegen sind wir auch schon im Step finale Prüfung. Sie sehen auch die Aktivität des Abschlusses. Ich bin also so weit vorbereitet, dass ich jetzt sagen kann, Mensch, jetzt kann ich kontieren. Und dann übergebe ich es einfach nur noch ans Warenwirtschaftssystem, ans Bezahlsystem. Auch diese Kontieroption ist eine Option. Wenn Sie sagen, das läuft bei mir grundsätzlich über den Steuerberater, über die DATEV, über sonst ein Tool, dann ist es mit der Archivierung und mit der Rechnungsprüfung schon getan. Die Kontierung würde dann im anderen System stattfinden. In meinem Fall möchte ich Ihnen natürlich das volle Potenzial zeigen und wir schließen oder wir verbuchen diese Rechnung im Nachgang auch noch. Das heißt, ich habe hier ein kleines Tabellenfeld mit integriert in meinen Webclient, habe den Lieferantenstamm natürlich auch entsprechend eingelesen in DocuWare, das heißt, alle meine Lieferanten sind hier hinterlegt und ich sage, ich möchte diese Rechnung jetzt abschließen. Sie sehen auch hier auf der linken Seite, welche Kriterien oder welche Möglichkeiten Sie haben, in den Prozess einzugreifen. Das heißt, wenn Ihnen was nicht gefällt, sind Sie nicht gezwungen, diese Rechnung final abzuschließen, sondern Sie können mit Kollegen Kontakt aufnehmen, dass Ihnen noch was fehlt. Sie können den Lieferanten direkt aus DocuWare heraus anschreiben, dass das Dokument nicht korrekt ist. Sie können Rechnungen ablehnen, zurückstellen für einen bestimmten Zeitraum. Das Ganze geht hin bis zum Prozess beenden. Sie können, wie gesagt, jederzeit an verschiedene E-Mail-Adressen, die Sie auch im System haben, dann Nachrichten aussenden oder Sie geben einfach Gründe an, warum Sie den Prozess beenden möchten. Bei uns passt alles, mir gefällt das soweit. Ich springe einfach mal in den Split-Betrag rein, habe jetzt die Möglichkeit, diese 1,2 Millionen Euro auf verschiedene Kostenstellen aufzuteilen, wenn ich das möchte. Ich lasse das der Einfachheit halber mal auf einer Kostenstelle, wähle mir über den Standard-Kontenrahmen ein entsprechendes Konto aus. Im Standard-Template ist der SKR03 hinterlegt, der natürlich durch jeden anderen beliebigen Kontenrahmen ersetzt werden kann. Einen entsprechenden Steuerschlüssel brauchen wir noch. Dann nehmen wir die 19% Vorsteuer. Ich kann optional den Buchungstext angeben. Wähle mir eine entsprechende Kostenstelle aus, auf die ich das Ganze verbuchen möchte. Und das Gegenkonto bekomme ich direkt aus dem Lieferantenstamm vorgegeben. Das ist eben das Gegenkonto für meinen Lieferanten Stahlwerk München. Hab dann darunter nochmal die Möglichkeit, mir die einzelnen Indexkriterien anzuschauen, ob auch wirklich alles so drinsteht, wie es mir gefällt. Wenn ja, muss ich nur noch auf Bestätigen klicken und meine Rechnung ist final bearbeitet. Sie sehen, trotz viel Erklären, trotz Step für Step haben wir das Ganze jetzt relativ zügig geschafft. Das heißt, wenn Sie da Übung drin haben, sind Rechnungen mit einem Fingerschnipsen verarbeitet und wir würden uns jetzt dann im Live-System auch schon die nächste Rechnung starten. Das heißt, ich gehe einfach wieder in meinen Briefkorb. Sie sehen, die Rechnung des Stahlwerks Münchens ist hier auch nicht mehr vorrätig. Das heißt, ich wähle mir einfach die nächste Hugonet-Rechnung. Gehe den gleichen Weg nochmal. Wähle mir wieder Buchhaltung Eingangsrechnung hier als finales Archiv aus. Bekomme hier auch wieder die Vorschläge. Und Sie sehen, hier sind wir jetzt an der Stelle, hier sind alle Felder gelb hinterlegt. Das heißt, dieser Lieferant Hugonet ist anscheinend noch relativ neu, nicht mehr ganz neu, denn sonst wäre es noch rot. Das heißt, wir hatten das schon mal vorliegen. Wenn die Indexfelder aber gelb hinterlegt sind, das ist einfach eine Bitte vom System, da nochmal kurz eine Sichtprüfung durchzuführen, wenn man so will. Wir können dann also ganz kurz die einzelnen Felder nochmal durchgehen. Die Hugonet GmbH passt. Wir haben hier eine Steuernummer, die ist richtig. Die Rechnungsnummer sollte er hier rausgelesen haben. Genau. Die hat er nicht ganz korrekt übernommen, die hat er jetzt aber gelernt. Das Rechnungsdatum passt, das Leistungsdatum passt. Fälligkeit haben wir gleichgesetzt mit dem Leistungsdatum. Die Bestellnummer hat er richtig. Euro und 19% passt auch. Und hier unten haben wir noch unsere Beträge dann entsprechend. Steuerbetrag passt auch. Und plausibel zusammengerechnet ergibt es unseren finalen Gesamtbetrag dieser Rechnung hier unten rechts. Das heißt, die Indexierung passt wieder zu 100%.
und wir legen dieses Dokument ab. Und jetzt werden wir gleich sehen, ist es zwar ähnlich, aber nicht ganz gleich. Zu dieser HugoNet-Rechnung gibt es keine passende Bestellung im Archiv. Das heißt, die Rechnung ist sachlich genauso korrekt wie die erste auch. Sprich, § 14 Umsatzsteuergesetzprüfung hat stattgefunden, hat gesagt, ja, das passt alles. Aber Sie sehen hier oben jetzt, ich bin im Step 2 fachliche Prüfung und nicht schon im Step 4 finale Prüfung. Das heißt, das System bittet mich jetzt, einen Prüfer zuzuweisen. Aufgrund des etwas höheren Gesamtbetrages der Rechnung bin ich jetzt in meiner Rolle Buchhaltung nicht in der Lage, diese Rechnung freizugeben, sondern ich wähle mir jetzt einen entsprechenden Fachprüfer aus. Das heißt, ich habe hier hinterlegt eine einfache Bestellerprüfung, sage, das bekommt meine liebe Kollegin Elisabeth Cash, das ist die Finanzleitung meines Unternehmens, die soll mir diesen Gesamtbetrag jetzt bitte freigeben. Sage ich, bitte bestätigen. Die Aufgabe wurde versendet. Jetzt bin ich in meiner Rolle Buchhaltung erst mal an dem Punkt, wo ich nicht weitermachen kann. Das heißt, wir springen jetzt mal in ein anderes Büro und melden uns mit dem Konto der Finanzleitung an. Das heißt, ich springe jetzt ganz kurz in eine andere Rolle. Cash. Und melde mich entsprechend in Ihrem Docuware-Account an. Sie können dann natürlich auch per E-Mail benachrichtigt werden, wenn eine neue Aufgabe ansteht oder abgearbeitet werden muss, denn nicht jeder Nutzer muss den ganzen Tag auch zwingend in Docuware arbeiten. Und damit wir diese Aufgaben eben nicht verpassen, gibt es auch eine Erinnerungsfunktion. Sehen Sie, bin ich hier oben angemeldet als Elisabeth Cash und habe in meinem Aufgabenfeed diese Aufgabe bekommen, Rechnung prüfen. Schaue ich mir die Rechnung nochmal an. Ist natürlich die Rechnung, die wir eben abgelegt haben. Und Sie sehen auch, unser System hat direkt einen Stempel hinterlegt, wer die Aufgabe gesandt hat, wann die Aufgabe gesandt wurde und was ich getan habe, sprich dem Prüfer zugewiesen, und zwar an die Elisabeth, unsere Finanzleitung. Die kann jetzt hier drüber gucken, sagt, ja, das ist alles plausibel, das ist in Ordnung, dann lasse ich das auf Rechnung korrekt und bestätige die Aufgabe entsprechend. Auch hier kann ich sagen, nee, gefällt mir nicht, da muss ich noch was klären, muss ich zurückstellen. Könnte das dann auch hier wieder entsprechend über ein Textfeld auf dem Dokument anbringen und schreiben, bitte noch nicht buchen, was auch immer Sie möchten. In unserem Fall passt das Ganze. Ich lasse das also auf Rechnung korrekt, klicke auf Bestätigen. Das war auch schon die ganze Arbeit, die ich mit der Rechnung hatte als Finanzleitung. Die Aufgabe wird jetzt wieder zurückgespielt, entsprechend in die Buchhaltung, in mein Konto, in dem wir eben schon waren. Das heißt, ich melde mich hier einfach nochmal ab. Springen wieder an meinen Schreibtisch, dann können wir auch diese Rechnung final bearbeiten. Habe hier auch wieder die Aufgabe entsprechend bekommen und jetzt sehen Sie, bin ich im Step 4 finale Prüfung in der Aktivität Abschluss. Ich sehe mein Dokument hier wieder und kann sagen, ja, das passt. Ich möchte jetzt auch hier wieder den Abschluss durchführen. Kann sagen, könnt jetzt hier auch wieder auf mehrere Kostenstellen aufteilen entsprechend. Ich lasse das der Einfachheit halber hier wieder. Verbuche das mal auf das gleiche Konto nochmal. Den Buchungstext wieder. Sie sehen, jetzt haben wir dann schon die zweite Rechnung verarbeitet. Ohne großen Aufwand. Das Schöne ist, durch die ganzen Erinnerungsfunktionen und Eskalationsstufen haben Sie keine Überwachungsarbeit mehr mit diesen Dokumenten. Das übernimmt alles das System für Sie. Sollte eine Rechnung länger als vereinbart liegen bleiben oder als in Ihrer Organisation definiert, wird eine Erinnerungsfunktion aktiv. Zum einen bekommt der Fachprüfer die Aufgabe per E-Mail zugesandt, zum anderen sieht es auch direkt im Webclient in Docuware. Und jetzt haben wir hier auch nochmal die Buchungsdaten. Ich habe den falschen Betrag. Ah, er fragt mich jetzt einfach, ob ich mir das merken will. Docuware wäre in der Lage oder ist in der Lage, sich wiederholende Buchungen auch zu merken, wenn Sie das möchten. Das ist auch nur eine Kann-Option. Das kann ich jedes Mal neu eingeben, wenn ich möchte, kann aber auch automatisiert werden. Was für uns jetzt noch weiter interessant ist, ist der Suchdialog. Wir haben jetzt zwei Rechnungen verarbeitet. Die möchte ich jetzt nehmen wir mal an, es sind 2-3 Wochen vergangen. Sie brauchen aber die Informationen dazu. Dann wäre jetzt die erste die Stahlwerk München Rechnung gewesen. Das heißt, ich kann einfach mal sagen, ich möchte nach Firmenname suchen. Ich weiß, da war was von Stahlwerk München und suche mir die entsprechenden Ergebnisse. Dann haben wir jetzt zum einen
die Rechnung, die wir verarbeitet haben, zum anderen aber auch die Bestellung, die ich erwähnt hatte, anhand derer der automatisierte Belegabgleich stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich nur nach dem Mandanten suche, finde ich alle zugehörigen Dokumente direkt in meinem Webclient. Sie können das jetzt auch eingrenzen, dass ich sage, ich möchte jetzt die Belegart haben, möchte nur die Rechnungen des Stahlwerk München sehen. Klar, im Demo-Fall finden wir jetzt nur eine, wir haben nur eine Rechnung verarbeitet. Im Live-System würden jetzt eben entsprechend alle Eingangsrechnungen des Stahlwerk München aufgeführt werden. Und dann könnten Sie es wieder weiter einschränken, dass Sie sagen, Mensch, das Zahldatum war im April 2022. Dann bekommen Sie eben nur die Rechnungen aus April 2022 angezeigt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, nee, ich möchte jetzt einfach mal wissen, was liegt denn grundlegend alles in meinem Archiv Buchhaltung? Dann klicke ich hier einfach nur auf Suchen und bekomme alle Dokumente angezeigt, die aktuell in meinem Eingangsarchiv Buchhaltung liegen. Das heißt, auch hier könnte ich mich dann wieder durchsuchen oder die Suche weiter verfeinern und weiter definieren. Und so sehen Sie, haben wir jetzt einen ganzen Zyklus mit dem Dokument durchgespielt, vom Import in den Briefkorb über die automatische Indexierung, die Archivierung, die Workflow-Verarbeitung bis zum Wiederfinden des ganzen Dokuments entsprechend. Sie können sich jetzt hier auch wieder die Listen anzeigen lassen. Sie sehen, Sie haben Rechnungsprüfung, Sie haben zwei Rechnungsprüfungen kleiner zwei Tage. Das ist also alles noch im grünen Bereich. Es werden keine Eskalationsstufen entsprechend ausgelöst. Wenn wir die jetzt 48 Stunden liegen lassen oder über 48 Stunden, würde in meinem Fall die Finanzleitung wieder eine Nachricht bekommen. Die Rechnungen sind noch offen, bitte zügig bearbeiten. Auf der anderen Seite haben wir die beiden Rechnungen ja zur Kontierung vorbereitet und ich habe jetzt hier meine Exportdatei drin liegen. Diese Exportdatei enthält alle zahlungsrelevanten Informationen, die für ein ERP-System, für ein Online-Banking-Tool zur Verfügung gestellt werden können. In meinem Fall ist das vorbereitet auf einen Dativ-Export. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eines manuellen Exports. Das heißt, ich stoße diesen Datenexport manuell über meine DocuWare-Apps an. Auf der anderen Seite könnte ich auch eine Schnittstelle im Einsatz haben. Dann greift sich diese Schnittstelle den Datensatz vollautomatisch, bearbeitet die Dokumente und spielt die Ergebnisinformationen auch wieder in DocuWare zurück, sodass Sie es als Anwender auf den Rechnungen nachvollziehen können. Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Mit Onboard-Mitteln ist natürlich alles schon hier mit inkludiert. Das heißt, wenn Sie es manuell exportieren, einfach nur die Desktop-Apps installieren, dann können Sie den DocuWare-Export manuell anstoßen. Dann parallel vielleicht auf einem zweiten Bildschirm die Fachanwendung auf, da importieren Sie das Ganze und Ihre Rechnung ist bezahlt. Über die Schnittstelle, wie gesagt, vollautomatisch, da müssen Sie sich nicht weiter drum kümmern. Das war jetzt einmal in wenigen Minuten DocuWare für Rechnungsverarbeitung, modern, digital, effizient. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit vermitteln, wie schön es sein kann, auf diesen modernen Zug aufzuspringen, wie einfach es sein kann, eine Eingangsrechnung entsprechend mit DocuWare zu verarbeiten. Bin gespannt, ob Sie Fragen dazu haben. Ansonsten auch gerne Feedback im Nachgang an den Herrn Hoffmann, auch gerne dann an mich und darf wieder an den Herrn Hoffmann übergeben. Vielen Dank. Ja, Herr Stier, schönen Dank. Und super in der Zeit. Also wir hätten jetzt noch Zeit für Fragen. Können sich auch gerne entmuten und die Fragen direkt stellen. Im Chat ist jetzt bei uns nichts gelandet aktuell. Das heißt, hier mal kurz die Möglichkeit. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass so dieses vorgefertigte Set, so diese Standardumgebung, mit der man da schon sehr schnell einsteigen kann, sehr viel von Grund her abdeckt und der Rest durch Customizing, also vielleicht 10-20%, sehr leicht und schnell angepasst werden können. Und auch, wie gesagt, die Übergabe später, wenn dann das Ganze durchgebucht ist, an ein Datev oder ein sonstiges FIBO dieser Welt, die es da so gibt, Diamant und so weiter, ist da sehr, sehr gut möglich. Genau, das vielleicht noch als kleine Anmerkung. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist wirklich eine Best-Practice-Lösung der Rechnungsverarbeitung. Das Ganze lässt sich nach Belieben individualisieren. Gehen Sie einfach auf den Herrn Hoffmann zu mit Ihren Anforderungen und dann wird mit Ihnen zusammen entschieden, passt vielleicht diese Best-Practice-Lösung. Die ist sehr effizient, kann schnell umgesetzt werden oder geht man den klassischen Weg der Prozessanalyse mit ihm, dann bekommen Sie ein 100% individuelles System auf Ihre Bedürfnisse. Genau. Ja, super. Also wir sind perfekt in der Zeit. Dann nutze ich die letzte Minute jetzt noch einmal mit Eigenwerbung. Ich habe hier nochmal eine letzte Folie angeworfen.
mit ganz vielen Möglichkeiten, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Sehr gerne nochmal für ein persönliches Beratungsgespräch, wenn Sie sagen, da war eine Menge mit bei, das kann ich für uns mit anwenden. Ansonsten werde ich im Nachgang dann auch gerne nochmal die Aufzeichnung hier zur Verfügung stellen. Und ja, würde mich auch freuen, wenn, ich habe ja mal angekündigt, das ist eine Webinarreihe. Das nächste Webinar, gleicher Referenten- und Organisatorenkreis, anderes Thema. Da geht es diesmal um das digitale Personalmanagement. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo auch das Thema Effizienz sehr großgeschrieben wird. Und das ist am 17.05. Auch in gleiche Zeit, 9.30 Uhr wieder. Und ja, würde ich mich freuen, wenn man sich da dann vielleicht nochmal wieder sieht oder geben Sie den Termin gerne weiter an Ihre Personalabteilung, an Ihre, wer auch immer sich bei Ihnen im Unternehmen damit beschäftigt. Und ja, bedanke mich an der Stelle nochmal für die Teilnahme, Herr Stier, für den schnellen, aber doch sehr, sehr fruchtbaren Vortrag. Das war super. Genauso haben wir uns das gewünscht, dass wir hier nicht länger als eine Dreiviertelstunde brauchen, um so ein umfangreiches Thema einfach mal zeigen zu können, wie schnell und einfach es doch gehen kann. Ja, und dann bedanke ich mich und wünsche noch eine schöne nachösterliche Woche. Gleichfalls. Vielen Dank. Danke. Bis dann. Tschüss.